Boah, Sarah kriegt sich, also mal kurz gesagt, ne, Sarah kriegt sich schon mit mir nicht ein, weil wir gerade so eine saugeile Geschichte gehört haben, beziehungsweise sie, ich war ja im Auto putzen. Ja, dann würde ich sagen, das soll sie mal erzählen, ne? Erzähl mal. Saugeil, also gestern. Was ist hier los? Heute Tuning-Treffen hier, Leute. Wahnsinn. Glaubt man gar nicht. Aber den Lotus nehme ich auch. Ne? So, kann man das jetzt. Ich habe noch nicht mal angefangen, aber ich fange mal an. Also gestern, ne, da habe ich eine Geschichte. Hier an der Platte, an der Tankstelle. Ein junger Typ und ein alter Ding. In der Tankstelle. Kamen wir bei Sasa und ich an. Haben eigentlich Energy geholt. Und ja, wollten eigentlich bezahlen und dann haben wir irgendwie mit uns so alter und derbe und abartig und so und der Junge hatte sich irgendwie angesprochen gefühlt, keine Ahnung. Und irgendwann meinte dann Sasa so, Jux und Dollerei, ja, das nächste Mal gibt's einen gratis, ne? So. Ich komme vorhin rein, wollte eigentlich meinen Tank bezahlen quasi. Reich ihm 50, also ich habe für 54 Euro habe ich getankt. Reich ihm erstmal den 50er-Schein. Er so, ja, das reicht aber nicht, ne? Ich so, ja, Moment, ich habe noch Geld in der anderen Hand. Gib ihm das und meinte, Alter, gestern meintest du noch, das nächste Mal gibt's was umsonst, ne? Ja, echt? Habe ich das gesagt? Ich so, nee, ich glaube, das war dein Kollege, oder? Der Junge. Und er, keine Ahnung. Stimmt. Ihr wart Sonntag schon mal hier, ne? Ich so, ja, Sonntag, Montag. Wir sind eigentlich fast täglich hier. Er so, ja, was möchtet ihr denn? Ich so, ein Energy? Er, ja klar, hol dir. Ich so, ein? Er so, nee, bringt ja nichts, ihr seid ja zu zweit. Ich so, echt, zwei? Er, ja, hol. Ich so, okay. Dachte schon, oh Gott, jetzt muss ich die bestimmte Zahl. Batterie ist gleich leer. Geh wieder an die Kasse. Und komm nur so, piep. Ja, viel Spaß euch. Ich, geil, dir auch. So. Nun haben wir hier zwei Energies. For free. Ja, meine Batterie ist fast leer. Wir hätten wir noch Batterien einpacken sollen. Geht los. Mich kann man jetzt auch drehen. Nach unten. Guck mal, wie viele Flugzeuge da kommen. Und das um die Uhrzeit, Alter. Geht ab. Alter, was sind das für Leute? Aber hier mit Stühlen und so, voll cool. Ey, die eine hat gerade so gelacht wie du. Hättest du mal? Voll auf Arbeit. Wollen wir mal meinem Bruder winken? Hm, wink mal eine Runde. Das sieht er bestimmt. Prostmaus. Auf Totaltankstellen. Sind super. Ja. Auf ein geklautes iPhone. Achso, Tobi. Ich muss zugeben, ich habe mich als Türke verkleidet und habe dir dein iPhone geklaut, ne? Ich wollte es nochmal. Viel Spaß noch. Ich kann es beweisen, ich habe die Jumpgeil-App drauf. Habe ich? Hast du? Habe ich nicht. Die ist gut versteckt, damit ich sie nicht jeden Tag aufrufe. Ganz einfach. Ja, wo denn? Unter All? Keine Ahnung. Oder Lifestyle? Ich habe keine Ahnung. Spannende Gesicht, wenn sie was sucht. Ich guck einfach mal. Irgendwo muss es ja zu finden sein. Da nicht. Eindeutig daneben. Da auch nicht. Daneben. Da? Nee, andere daneben. Welches? Zweite unten, zweite Reihe unten. Das zweite von links. Das da? Spiele? Nee. Hä? Wo ist der Scheiß? Nee. Oder das da? Nee, garantiert nicht. Lifestyle war ich doch gerade. Der ist er doch. Achso. Ja, guck. Da. Ciao. Pam, 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 pam. Geil. Kommen wir bei schlafen, ne? Da. Tada. Sag ja, ich hab dein iPhone geklaut. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Ich brauchte ja auch Arzt zum cool sein. Heute nicht Tetris, heute Star Wars. Ding, diddle, ding, diddle, ding, diddle. Meine Mama hat das heute Morgen gesungen. Was, Star Wars? Sie meinte, wir spielen heute mal Tetris. Wie cool ist das denn?
Er meinte, ich pack gleich mein Pokémon aus. Spannend? Spannend. So spannend. Ich kann ja fragen. Hä? Haben wir doch vorhin schon gehabt. Alter, nerv nicht. Fluffy hat. Nee, warte! Oh geil! Ja, das war aber jetzt nicht richtig. Ja, hier, nimm. Gib Ruhe. Ja, Batterie ist fast leer, Alter. Ja, doch. Ich habe aber noch welche in der Seitentür drin. Seitenbank. So viele Flugzeuge. Ich sehe vor lauter Flugzeugen die weit nicht mehr. Hä? Maus, das war lustig. Ach so, Entschuldigung. Aha. Danke. Gute Erkenntnis. Gute Frau. Ja. Gute Geschäftsfrau. Mhm. Geschäftsfrauchen. Wir machen über ne? Genau, ja. Übersteuern hier den Happy Hardcore Scheiß. Guck mal, da ist ein Hase. Und zwar ein richtiger Hase. Nimm mal so ein Kaninchen, da ist ein Langohr. Hopp, hopp. Hoppi, hoppi, hopp. Ich sehe auch jede Menge Flugzeuge. Tower, Tower, wir haben ein Problem. Hier staut sich alles an. Ah! Wollte schon wieder lustig sein. Ich dachte, ich sag's dir. Mann. Nee, du. Oh, geil. Wieso kommen die jetzt eigentlich alle schon wieder von da? Die sollen von da kommen. Ihhh. Mal diese Hopper. Ich hab auch manchmal Angst, wenn wir selbst haben. Ja, das ist logisch. Ey. Ey, ich habe heute mal gar keinen Bock, die Kamera zu halten. Ne? Ich filme jetzt schon auf Langeweile Flugzeuge. Es geht auch langsam auf die Hand. Ich mach mal Technobase an. Ne? Ja, und ich mach jetzt Kamera aus.